Ich grüße euch. Nicht noch eine. Ich dachte, ich hätte all diese Briefe zurückbekommen. Ihr solltet besser einfach nach Hause gehen. Ihr wollt euch den Schwarzwolds nicht anschließen. Ich habe auf ihren Anführer Stinkholz gehört und ihnen geholfen, ein paar Wölfe zu züchten. Ich muss zugeben, dass ich es getan habe, weil mir dafür Reichtümer versprochen wurden. Doch ich bereue es. Schnitzer Jakob ist ihr oberster Wolfsmeister. Ich habe für ihn eine einheimische Wölfin mit einem der Waage gekreuzt. Als sie mich zu ihrem Lager gebracht haben, das sich tief im Chatwald befindet, habe ich ziemlich bald Angst bekommen. Irgendetwas stimmt da nicht. Ich habe etwas Schreckliches getan, Aigir, und ich benötige eure Hilfe, um da wieder herauszukommen. Das Zuchtweibchen, bei dessen Aufzucht ich ihnen geholfen habe, wird auf Stinkholzens Hof im Norden des Chatwaldes gehalten. Sie muss getötet werden, bevor ihr nächster Wurf geboren wird, weil ihre Welpen sonst dem Chatwald und seinem Volk schlimmeren Schaden zufügen. Gut, neue Aufgabe besiegt Stinkholzens Zuchtweibchen. Machen wir gern. Ich glaube, das sollte die vorletzte Aufgabe sein, die uns wieder in den Chatwald führt. Danach sollte noch Schnitzer Jakob an der Reihe sein und dann müsste der Chatwald soweit schon abgehackt sein in den Prolog-Quests. Und ich werde mal ganz kurz was trinken. Ich glaube, das habe ich heute bitter nötig. Ich weiß nicht, ob ich mir eine Erkältung eingefangen habe oder so, aber ich habe bald das Gefühl. So, ich hoffe mal, das hilft ein bisschen. Ah, so. Ganz merkwürdig. So, ich habe auch gerade Probleme mit Atmen, deswegen bin ich immer ein bisschen kurzatmig beim Vorlesen gerade. Weiß nicht, ob man das merkt, aber... Also ich merke es natürlich auf jeden Fall, weil ich weiß, dass das so ist, aber ich weiß nicht, ob man es jetzt vom reinen Hören her so merkt. Werden wir sehen. Ist auch egal. So, jedenfalls, Ellie scheint doch nicht so böse zu sein. Sie wurde nur mit Gold gelockt, mit Geld, was auch immer. Und wir müssen mal die wahren Bösen finden. Auf jeden Fall muss aber erstmal dieses Zuchtweibchen weg. Stinkholz ist auch ein sehr interessanter Name. Ich weiß nicht, wie sie auf den gekommen sind oder was das im Original ist. Apropos, weil ich gerade Stinkholz sage, im Original meine ich sage, da, also das Original ist natürlich Englisch, logischerweise. Und dieser Server ist ja, habe ich gesagt, international. Allerdings hat man dann in den letzten paar Tagen was umgestellt. Neuerdings ist Nimrodel ein US-Server. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, aber ich vermute mal, man hat das einfach der Hauptgruppe an Nutzern angepasst. Also da wahrscheinlich auf Nimrodel sehr viele Amis unterwegs sind. Das ist auch so. Es sind sehr viele Amerikaner und Kanadier hier unterwegs auf dem Server. Haben sie das Ding dann wahrscheinlich US genannt? Ich weiß es nicht genau. Na gut, ist auch egal. Das sorgt dafür, dass man tagsüber hier immer sehr viel Platz hat, weil die Amis natürlich, wenn wir Tag haben, noch schlafen oder arbeiten sind, was weiß ich. Je nachdem, zu was für einer Tageszeit man eben spielt. So. Nachts dafür, wenn man mit anderen zusammenspielen will, kann es schon sehr spät werden. Das gebe ich zu. Das haben wir auch schon gemacht, meine Frau und ich. Also meine Frau ist ja auch auf dem Server. Wir sind beide in einer Sippe drin. Wenn wir da mit denen mal sprechen wollen, mit den Leuten, dann kann es schon mal spät werden. So, wir sind aber da. Wir sind auf Stinkholzes Hof. Und, ach komm, wir können mal ein bisschen morden hier. Warum eigentlich nicht? Mal kurz den Fokus aufgeladen. So, dann machen wir das mal hier auf die schnelle Art und Weise. Und schießen die Viecher mal kurz nieder. Wieder aufgeladen. Wir können jetzt eigentlich schon Speedkills machen hier, so habe ich das Gefühl. So. Da können wir auch einfach warten, bis er nochmal einen normalen Schuss abgibt. Wunderbar. So, und die letzte noch. Das ist Stinkholzens Zuchtweibchen. Das haben wir besiegt und damit können wir auch direkt wieder zu Ellie Blattschneider zurückmachen. Manchmal dauern die Quests halt einfach nur deshalb so lang, weil man lange braucht, um hinzukommen erst. Das ist halt leider so. Übrigens ist hier drüben nach Süden gewandt, da fangen die Mückenwassermoore an. Wir sehen auch schon da ein paar Mücken rumfliegen. Auch Wasser und Moor sehen wir. Der Name ist also gerechtfertigt. Da kommen wir im Hauptquest, glaube ich, gar nicht hin. Es gibt einige Nebenquests, in Stadel vor allem, die ich jetzt auch noch nicht gemacht habe, die genau dorthin führen. Da muss man vor allem Bilbisse besiegen, kleine Insekten, die heißen Zirperkirper. Ich glaube, das hat man
adaptiert von Sam, der dort loskriecht, und der hat denen einen ähnlichen Namen gegeben. Nicht Zirperkörper, aber so ähnlich. Einfach dem Geräusch nachempfunden. Ich weiß aber nicht mehr, wie das hieß, keine Ahnung. Jedenfalls, die gibt es dort auch zu besiegen und ja, hauptsächlich aber Billwisse eigentlich. Also Billwisse sind im Original, im Englischen, denke ich mal, heißen sie Goblins. Das ist auch so eine Sache. Tolkien hat Goblins und Orks gekannt. Im Deutschen wird generell nur Orks genutzt für beides. Außer halt, ich glaube in der... Also es gibt mehrere Übersetzungen vom Herrn der Ringe. Einmal von Frau Karu und einmal vom Herrn Krege. Die von Karu wird als die bessere angesehen, ist die ältere auch. Und ich glaube, in der wird auch zwischen Billwissen und Orks unterschieden. Also Billwisse war dann halt einfach die Entsprechung im Deutschen. Ich glaube, das Wort Billwiss gab es auch schon vorher. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, das ist irgendeine altertümliche Bezeichnung für kleine, goblinartige Viecher. Und die Orks sind halt Orks. Ja, das Problem ist, Tolkien scheint sich selbst nicht immer ganz sicher gewesen zu sein, was ein Goblin und was ein Ork ist. Das heißt, er benutzt die Begriffe wahnsinnig inkonsequent im Original. Und das führt natürlich auch zu Verwirrung. Also bei Tolkien ist es generell so, der hat eine extrem konsistente Welt geschaffen, hat sich in manchen Punkten aber immer wieder neue Konzepte überlegt und hat die alten verworfen, sodass da unglaublich viele Ungereimtheiten aufkommen. Ist ein bisschen doof. Also das führt manchmal sogar so weit, dass einzelne Charaktere, die jetzt für die Hauptstory natürlich keine Bedeutung haben, verschiedene Herkünfte haben. So, gehen wir mal hier rein. Und sprechen erstmal mit Ellie, dann kann ich das noch ein bisschen weiter ausführen danach. Was benötigt ihr? Ich bin froh, dass ihr das Zuchtweibchen besiegt habt, bevor es weitere Halbwaage gebären konnte. Jetzt müssen wir uns nur noch um Stinkholz kümmern. Er verbringt mittlerweile einen Großteil seiner Zeit im Versteck der Schwarzwolds. Das sind dunkelhäutige Menschen, die ganz sicher nicht von hier stammen und sich manchmal um ihn und diesen Schlitzer-Jakob kümmern. So, wir nehmen mal die Handaxt, weil das der einzige Gegenstand ist, den wir hier davon verwenden können. Dürfte ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Als Stinkholz mich in das Lager des Schwarzwolds im Schädwald gebracht hat, habe ich Schlitzer-Jakob getroffen. Jakob richtet Wölfe für die Schwarzwolds ab. Die meisten von ihnen hält er tief in den Ruinen im nördlichen Teil des Waldes. Wenn wir den Schwarzwolds Einhalt gebieten wollen, müssen wir leider selbst Unrecht begehen. Es gefällt mir nicht, das könnt ihr mir glauben. Aber wir müssen die Wölfe beseitigen, bevor sie für einen Angriff auf Schlucht eingesetzt werden. Heiler Vorgut kann und wird uns helfen. Geht zu seinem Haus auf der Klippe, südlich der Mitte von Schlucht, und sprecht mit ihm. Sagt ihm, dass ich ein Gift brauche, um die Wölfe zu töten. Okay, auf zu Heiler Vorgut. Stimmt, das gibt's ja auch noch, dass wir das Gift für die Wölfe herstellen müssen. So, was wollte ich ausführen? Genau, die Herkunft einiger Leute. Da gibt es zum Beispiel Amroth. Also Amroth wird wahrscheinlich den wenigsten ein Begriff sein. Das ist ein Elbenherr gewesen, der sich in Nimrodel verliebt hat. Nimrodel, eine Waldelbin aus Lorien, bevor Lorien die Heimstätte von Galadriel und dem Rest der Bande geworden ist. So, die Sache ist aber, Amroth, für den gibt es zwei Herkünfte. Ich glaube, die eine, die führt irgendwie ins erste Zeitalter nach Beleriand wahrscheinlich. Beleriand ist übrigens ein untergegangener Teil von Mittelerde. Das war, kann ich mal ganz kurz zeigen. Hier drüben dran war dann Beleriand. Da war noch quasi noch ein zweiter Kontinent, der ist untergegangen am Ende des ersten Zeitalters. Infolge einer gewaltigen Schlacht. Und ich glaube, die erste Herkunft von Amroth ist dort. Ich weiß leider nicht von wem, ich glaube, das war unbedeutend. Es gibt aber auch eine zweite Variante, bei der Amroth ein Sohn von Galadriel ist. Eigentlich hat Galadriel nur eine Tochter mit Celeborn zusammen. Und das ist Celebrian, Entschuldigung. Celebrian ist ein Charakter von mir. das ist Celebrian, und Celebrian ist die Frau von Elrond. Und damit Mutter von Arwen, sowie von Eladan und Elro hier, den beiden Zwillingen. Genau, also theoretischerweise hat Elrond noch einen Schwager laut der einen Geschichte. Das ist Amroth, beziehungsweise hatte, denn Amroth lebt nicht mehr. Oder ist weg. Ja, aber es gibt halt auch die zweite Variante, und das ist halt immer ein bisschen inkonsistent. Da hat Tolkien manchmal ja nicht so sich die Mühe gegeben,
wirklich das einheitlich zu gestalten und zu behalten, das Ganze. So, wir legen mal die Axt an. Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber die Axt ist besser als das Schwert. So, dann reden wir natürlich mal mit Tyler Vorgut, denn wir wollen ein Gift herstellen. Seid gegrüßt. Eddie steckt in Schwierigkeiten, nicht wahr? Ich war neulich mal nahe beim Wald, um Kräuter zu sammeln. Irgendetwas hat die Tiere dort wahrhaftig aufgeregt, so viel ist sicher. Wenn ich helfen kann, Ellie wieder mit den Leuten aus Schlucht zu versöhnen, werde ich es tun. Ich glaube, ich weiß genau das richtige Rezept. Dafür brauche ich frischen Honig, Beinwellwurzel und einige Rotbeeren. Hinter dem verlassenen Haus südlich von Schlucht gibt es Bienenstöcke. Die Rotbeeren findet ihr, wenn ihr hinter dem Haus über den nächsten Hügel geht. Sie wachsen dort im Tal. Und Beinwellwurzel wächst im nördlichen Chetwald in der Nähe des Wolfsbaus. Gut, ist ein bisschen Fleißarbeit jetzt. Das gehört halt bei Online-Spielen einfach dazu. Sag ich mal so, wie es ist. Vor allem jetzt am Anfang ist halt auch vieles, das noch nicht so in Kämpfe führt. Es scheint auch noch ein bisschen irrelevant zu sein, was wir hier tun. Aber das wird sich natürlich alles noch im Laufe der Hauptstory ändern. Wir werden da auch noch große Gestalten treffen, große Namen treffen. Kommt noch einiges, was wir erleben, und es werden auch noch weitaus wichtigere Sachen, die wir da machen. So, den Honig haben wir schon gefunden, den klauen wir hier einfach, wem auch immer der gehört, ich weiß es nicht. Und dann schwingen wir uns wieder aufs Pferd und gehen mal kurz hier, oder reiten mal kurz hier quer über den Hügel, denn ich glaube, das war hier irgendwo mittendrin, ne? Hier so, genau, da leuchtet es ja schon. So, da müssen wir bloß mal den Bären aus dem Weg räumen. Oh, keinen Fokus mehr. So eine Sauerei. So, einmal bitte den Braunbären weggeräumt. Und dann sammeln wir mal kurz. So, 6 Rotbeeren, also ich glaube, es sollte hier genug wachsen, dass wir die ohne große Sucherei zusammenkriegen. Ach, siehst du mal, wäre auch ein Durchgang nach Schlucht gewesen. Ist gut zu wissen, den werden wir gleich nehmen, denke ich mal. Ah, geh mal weg, kleiner Bär. Ich muss ja nicht gegen jeden Bären kämpfen. So, denn wir müssen dann noch rüber zum Wolfsbau. Der ist am Eingang des Chetwalds. Und dazu müssen wir nochmal durch Schlucht durch. Ah, du Schweinehund. So. Das wird wohl reichen, denke ich mal. Jawohl. So, her damit. Und haben wir drüben vielleicht noch eins? Nein. Das heißt, wir müssen nochmal hier in den Bärenbau rein. Bisschen ärgerlich. So, hat sich aber schnell erledigt. Da ist er schneller tot, als er brüllen kann. Ich lade nur nochmal kurz meinen Fokus auf, damit ich jetzt nicht wieder dastehe beim nächsten Mal und keinen mehr habe. Gut. Also nochmal zum Chetwald. Wir kennen den Weg ja bereits. Ich glaube, wir müssen jetzt irgendwo direkt am Ostende von Schlucht rauskommen. Ah ja, genau, direkt vor der Handwerkshalle, gut zu wissen. Ist jetzt auch nicht mein üblicher Weg, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Gut, also wir werden jetzt das Gift herstellen und dann, ich weiß nicht, aber ich glaube, dann kommt ein kombiniertes Quest sozusagen. Einerseits, dass wir die Wölfe vergiften müssen und andererseits, dass wir Schlitzer Jakob aus dem Weg ziehen müssen. Es kann natürlich auch sein, dass Schlitzer Jakob gar nicht zum Prolog-Hauptquest gehört. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also wir sehen Prolog, ne? Das ist noch alles unwichtig sozusagen. Erst wenn es dann in Band 1, Buch 1, Kapitel 1 geht, klingt ein bisschen kompliziert, ist aber richtig, dann wird es langsam losgehen, dass wir auch relevante Stories zu sehen kriegen sozusagen. So, die Spinne kann uns mal. Ich glaube, die sollte wieder von uns lassen, bevor wir da sind beim Wolfsbau. Oh, vielleicht auch nicht. Na gut. Dann kümmern wir uns mal kurz um die. Komm her, meine Süße. So, einmal drauf. Bisschen schneller vielleicht. Komm schon, Junge. Geht doch. Ich wollte jetzt nicht erst die Fernkampfskills auspacken. So, 4 Stück. Das ist schnell gesammelt. Hier wächst ja mehr als genug. Das Zeug wächst ja wie Unkraut. Das wächst ja wie Attilas. Gut, noch eine. Und dann schnell zurück zu Heiler Vorgut. Zack. Und zurück.
So. Also man muss auch sagen, das, was hier alles aufgebaut wurde um Breland, ist viel Eigeninterpretation, weil doch vieles davon im Buch kaum erwähnt wird. Also, was im Herrn der Ringe auf jeden Fall erwähnt wird, sind die Namen der vier Dörfer, beziehungsweise Städte. Ich glaube, selbst Bre wird als Dorf bezeichnet dort, was ich ein bisschen merkwürdig finde. Denn Bre wirkt auch in dem Buch nicht wie ein Dorf. Und wenn wir uns das anschauen, haben wir ja hier auch Bre, Stadel, Schlucht und Aschet. Oh, bisschen vom Weg abgekommen. Und lasst euch übrigens nicht von dem Tal mit H verwirren. Das ist nicht das Tal, das man aus dem Hobbit vielleicht kennt. Tal ist ganz woanders. Also es gibt eine Stadt, die Tal heißt, beziehungsweise eine Ruinenstadt, die ist aber nicht hier. Genau, und ich glaube, die Anordnung ist auch ein bisschen anders im Buch. Da liegt Schlucht, glaube ich, noch ein bisschen weiter östlich von Stadel oder Aschet, ich weiß es nicht. Ich glaube, Aschet würde da liegen, wo Schlucht ist, und Schlucht liegt, glaube ich, in der Nähe von Stadel. Also es ist ein bisschen anders angeordnet, aber da ansonsten kaum Informationen im Buch dazu herrschen, vorherrschen, kann man das ruhig ein bisschen rearrangieren, finde ich. Und ich muss sagen, es ist auch schön geworden. Also die haben es schön gestaltet, die Gegend ist sehr gemütlich und eigentlich hübsch gestaltet. Natürlich sind die Quests noch nicht so wichtig, aber wenn ihr das schon als unwichtig und irrelevant anseht, dann müsstet ihr mal erleben, was bei den Hobbits abgeht. Was kann ich für euch tun? Ah, da seid ihr. Einen Moment noch, dann ist das Gift fertig. Seid vorsichtig damit. Für euch wäre es zwar nicht gefährlich und auch selbst für das kleine Volk nicht. Wir würden nur leichte Übelkeit verspüren. Aber bei den einfachen Geschöpfen des Waldes kann es schlimme Schäden anrichten, falls ihr nicht vorsichtig seid. Ihr solltet zu Ellie zurückkehren und ihr sagen, dass das Gift fertig ist. Gut, Fuguts Gift ist dabei. Schnell wieder zu Ellie rüber. Machen wir mal eine Knochenbruchaktion kurz. Einfach mal hier runter. Oh, geht sogar ohne Bruch. Ist ja Wahnsinn. So, der Quetschro ist nämlich mal gleich hinter der Häuserzeile lang. Da kommt man ein Stück schneller vorwärts, als wenn wir jetzt erst von lang reiten. Muss ja nicht sein. So, und damit müssten wir eigentlich zum letzten Quest kommen, das uns nochmal in den Chatwald führt. Denn danach müsste es, glaube ich, schon zum Versteck der Schwarzwolds gehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Schauen wir mal. So, rein ins Haus. Ruhig bleiben, kleiner Hund. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ihr habt das Gift von Fugut? Ich vertraue ihm. Jetzt, da wir das Gift haben, können wir uns um die Schwarzwolds im Chatwald kümmern. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Wenn ich euch helfen soll, müsst ihr mir vertrauen. Wir müssen mit den Wölfen und ihrem Hüter Schlitzer Jakob fertig werden. Jakob spricht viel mit den merkwürdigen dunkelhäutigen Männern, die sich in den Ruinen aufhalten, die von den Schwarzwolds belagert werden. Findet und tötet ihn, sonst wird er weiterhin diese Mischlinge aus Wolf und Wag züchten. Wenn ihr im Lager nach ihm sucht, achtet auf Tierkadaver. Schafe, Kühe oder auch Rehe. Diese armen Kreaturen dürften als Futter für die Wölfe dienen. Vergiftet die Tierkadaver, dann werden etliche von Jakobs Bestien dran glauben müssen. Während ihr euch um Schlitzer Jakob und die Wölfe kümmert, spreche ich mit Stinkholz über einen neuen Rekruten. Vielleicht kann ich euch so Zutritt zu seinem Versteck verschaffen. Gut, wir haben also doch die Aufgabe, beides gleich zu erledigen. Und während wir was für Ellie tun, tut sie was für uns. Sie gibt uns als neuen Rekruten aus und das sollte uns natürlich Zutritt zum Hauptlager der Schwarzwolds hier im Chatwald verschaffen, von dem wir ja noch gar nicht wissen, wo es ist. Das heißt, das sollte uns helfen, die Schwarzwolds auszuräuchern. Wir schauen mal. Mal sehen, was rauskommt. Der Prolog endet an der Stelle noch nicht, aber wir kommen ein gutes Stück vorwärts. Oh, da fällt mir gerade ein, wir kommen doch in die Mückenwassermoore hier im Hauptquest. Sogar ziemlich bald. Habe ich ganz vergessen, stimmt. Aber wir werden sehen, ich will ja noch nicht zu viel verraten, ich will ja nicht vorweggreifen. Das kommt alles gleich noch. Jetzt erstmal fix zurückgeritten. Und schnell die Wölfe vergiftet und Schlitzer Jakob getötet. Ich glaube, nee, der war glaube ich nicht weiter schwierig. Aber der hat Unterstützung in seiner Nähe, die wir nicht herausfordern sollten. Ich glaube, so war das gewesen. Werden wir aber gleich sehen. Die sind ein bisschen ungemütlich. So, und wenn wir hier noch durch die schöne Landschaft streichen, bevor wir in den Chatwald eintauchen, trinke ich nochmal ganz kurz was. Wie gesagt, meine Stimme ist ein bisschen, weiß ich auch nicht, ein bisschen kaputt.
Sehr gut. Es ist doch wunderschön, wenn man die strapazierte Stimme mal mit ein bisschen Getränk ölen kann. Gut. Es gibt übrigens später auch noch, das kommt aber ein ganzes Stück später noch, da müssen wir erst bis nach Rohan kommen, eine andere Form von Pferden, die ein ganzes Stück schneller ist. Die lässt sich aber total blöd steuern, finde ich. Die Kriegsrösser sind das nämlich. Natürlich rohirische Kriegsrösser, wer hätte es anders denken können. Denn die Rohirrim sind ja die Pferdeherren, die sind die Herren der besten Pferde, die es gibt. Und ja, die sind auch zum Kämpfen geeignet. Also man kann von deren Rücken aus kämpfen. Allerdings muss ich zugeben, das ist nicht so ganz mein Ding. Also die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig auf den Kriegsrössern. Und man kommt leicht vom Weg ab, wenn man auf denen drauf sitzt. Allerdings sind sie gerade in Rohan essentiell wichtig fürs Reisen, weil es einfach so ist, dass Rohan unglaublich weitläufig ist, riesige Ebenen. Und da, übrigens finde ich auch total süß, die maskierten Dachse hier. Ich weiß auch nicht, irgendwie sind die putzig. Es ist einfach so, dass man mit dem normalen Pferd unglaublich langsam unterwegs ist im Vergleich dazu. Wo ist denn hier der Eingang? Hier drüben? Ja, ich glaube hier drüben. Und deswegen ist es da dann schon sehr praktisch, wenn man doch die Kriegsrösser zur Verfügung hat. So. Kümmern wir uns mal kurz wieder um die Kandidaten. Gut, einmal den Fokus aufgeladen. Wunderbar. Und dann schauen wir mal, ob wir möglichst unentdeckt hier reinkommen. Ich denke mal, den werden wir ausschalten müssen. So, den Rest. Ja, doch, hier müssen wir auch kämpfen. Da lade ich doch nochmal kurz meinen Fokus auf. Und los geht's. So, das lief gut. Also, wenn man die Skills richtig einsetzt, sind die Kämpfe ja am Anfang doch äußerst leicht, muss ich zugeben. Auch den räumen wir noch kurz weg. Und gerade die Tatsache, dass unser Fokus beim Laufen nicht mehr absinkt, die macht es doch extrem einfach. Man kann später übrigens auch, wenn man sich dann doch umentscheiden möchte, jederzeit umskillen. So, kriege ich den? Die meine ich natürlich, nicht den. Okay, jetzt habe ich den daneben gleich noch mit angeditscht. So. Kein Problem. Wir laden uns wieder auf mit dem Fokus und haben schon das erste getötete Schaf, das wir hier mal kurz vergiften. Schon eklig, oder? Schon eklig, oder? Schon eklig, oder? Ja, gut. Näher kann ich nicht ran. So hätte ich es gemacht, wahrscheinlich. Weil ich ein Troll bin. Entschuldigung. So. Sie kann nicht flüchten, denn wir haben einen Bogen zur Hand. Und dann schnappen wir uns mal kurz hier die getöteten Schafe. Na, machst du bitte? Danke. So, hier drüben sind noch mehr davon. Aber auch ein Wolf, den müssten wir dann wahrscheinlicherweise... Ne, ich glaube, den brauchen wir gar nicht töten. Ich glaube, wir kommen an genug ran, ohne den Wolf belästigen zu müssen. Der darf schon des qualvollen Gifttodes sterben. Die Freude machen wir ihm nicht, dass er hier noch mit schnellen Tod davon kommt durch einen Pfeil. Nö, der darf vergiftet werden. So, du stirbst. Stirbst, habe ich gesagt. Danke. Oh, jetzt habe ich es weggedrückt wieder ausgesehen. So, die Wolfshüterin. Ja, ich glaube, die müssen wir mal hier wegnehmen. Und den Wolfshund noch gleich dazu. Wieder aufgeladen. Also, dadurch, dass unser Fokus nicht absinken kann, werde ich auch vermehrt vor allem diese fokusverbrauchenden Skills benutzen, weil die einfach viel stärker sind. Ansonsten brauchen wir für manche Kämpfe doch relativ viele Angriffe, bevor unser Gegner zu Boden geht. Und so geht es ein ganzes Stück einfacher. So, manchmal kann man aber auch einfach dastehen und ihn kämpfen lassen. Wenn ich sehe, dass da nur noch ganz wenig Leben drin ist in dem Typen, dann brauche ich nicht extra nochmal irgendwelche Skills anwenden. So, da steht Schnitzer Jakob. Den holen wir uns gleich, aber wir sehen schon, hier hinten stehen Angmarim-Krieger rum. Ach ne, die sind gar nicht so stark. Irgendwie habe ich die anders in Erinnerung. Na gut, egal. Wenn sie nicht so stark sind, ist mir das auch recht. Ach, das ist an anderen Ecken. Ja, das ist an anderen Ecken. Das hat aber mit anderen Quests zu tun.
So, holen wir uns Schlitzerjacke. Das war's für ihn. Und sein Hund ist auch tot. Unsere Aufgabe ist erfüllt. So, ja, die lassen wir auch stehen, die Angmarim-Krieger. Die brauchen wir jetzt nicht bekämpfen. Wir können mal kurz nach Schlucht zurückkehren. Wir haben ja einen Skill dafür. Das heißt, wir können auch schnell reisen. Ist doch praktisch, oder? So, und damit kommen wir gleich in die nächste Instanz. Wir haben jetzt erstmal die Hauptquests hier im freien Bereich beendet. Chatwald wird uns wohl nicht mehr sehen, glaube ich. Also, ich wüsste jetzt zumindest nicht, was da noch an Aufgaben kommen sollte, die uns wieder dorthin zurückführen. Es sei denn, hier wird noch irgendein Quest freigeschaltet, das uns dann wieder dorthin bringen soll. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht, was. So, dann sprechen wir mal kurz mit Eddie Blattschneider, die in der Zwischenzeit hoffentlich mit Herrn Stinkholz geredet hat. Denn wir wollen ja als neuer Rekrut aufgenommen werden. Wir sind so scharf drauf. Oh. Ja, wenn man in Wasser kommt, dann ist das Pferd weg. Verschwindet dann. Können wir natürlich jederzeit widerrufen. Ist genauso, wenn das Pferd... Ich ruf's jetzt nicht wieder. Ist genauso, wenn das Pferd... Das hat ja eine Lebenspunkteanzeige. Wenn die Lebenspunkte weg sind, weil wir angegriffen werden, dann verschwindet das Pferd auch. Kann aber sofort wiedergerufen werden. Ist nicht das Problem. Allerdings kann man das Pferd nicht rufen, wenn man in einem Kampf ist. Und das kann manchmal sehr schwierig werden.